Hi, herzlich willkommen beim Tintchen. Es ist wieder MFG-Zeit und wir haben diesen Monat das Thema Teelichtkarte. Und ich möchte euch zwei Varianten zeigen und würde mich freuen, wenn euch das interessiert und ihr dran bleibt. Ja, Teelichtkarte. Wenn ihr im Internet stöbert oder bei YouTube, dann findet ihr diverse Varianten. Und ich habe zwei für euch rausgesucht. Eine, wo ihr Teelichter reinpacken und verschenken könnt. Und eine, die ihr aufstellen und ein Teelicht dahinter tun und sie beleuchten könnt. Ich habe das schon mal vorbereitet, damit es nicht so lange geht, weil ich euch ja zwei zeigen möchte. Und ich habe hier zum Beispiel schon mal eine Variante für euch vorbereitet, um das auszuprobieren. Das ist die, wo die Teelichter reinkommen. Da habe ich also mit Gelb gearbeitet, habe das hier angeschrägt ein bisschen und das kann man hier noch mit Grüßen versehen. Hier sind die Teelichter drin mit einem kleinen Fenster und ich habe mir gedacht, wenn ich die mal mit buntem Papier mache, dann spare ich mir das Ausmessen und Aufkleben. Und das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht ein Stück Papier, entweder buntes oder einfarbiges, das ihr dann nachher nach euren Wünschen bekleben könnt. In A4, also 29,6 mal 15,5. Wenn ihr die Karte ein bisschen kleiner machen wollt, ich habe jetzt hier einen Rest gemacht, dann geht es auch. Aber ihr müsst natürlich bedenken, wenn ihr da Teelichter reinpackt, dann solltet ihr die 15,5 schon bedenken, weil sie passen sonst nicht. Ihr seht, es steht hier über, weil ich habe hier einen Rest benutzt und der ist nur 14. Und deshalb passen hier nur drei Teelichter rein, weil das vierte würde einfach nicht mehr reingehen. Also wenn ihr vier verschenken wollt, vielleicht auch für so einen Adventskalender to go oder ein Adventskranz to go, so heißt es ja, für die vier Adventssonntage jeweils eine. Wenn ihr vier verschenken wollt, dann braucht ihr eine A4-Seite, also 29,6 mal 15,5 in der Höhe, sonst kriegt ihr die vier nicht rein. Also ich habe hier den Rest benutzt, ich kriege jetzt dann hier nur drei rein, aber es geht nur darum, euch das zu zeigen. Ihr nehmt diesen Bogen und dann falzt ihr ihn von links nach rechts bei 1 cm, 3 cm, 7 cm und 9 cm. Das gibt nachher eure Verpackung für die Teelichter. Das habe ich hier schon mal getan. Und dieses breite Stück in der Mitte, also zwischen den 3 und den 7, das könnt ihr entweder, gibt nachher das Fenster, wo man die Teelichter durchsieht, das könnt ihr entweder mit einer Schanze bearbeiten oder ihr schneidet euch einfach per Hand da ein Rechteck raus, ein kleines Fenster. Ihr könnt es noch mit Acetatfolie oder mit Transparentpapier bekleben hinten, damit es zu ist und man trotzdem durchsehen kann. Ihr könnt auch eine Handstanze benutzen, irgendwas. Ihr könnt Blümchen ausstanzen oder Kreise. Ihr könnt Abstände dazwischen lassen, da habt ihr ganz viele Möglichkeiten. Und dann gibt es diese kleine Verpackung hier für eure Teelichter. Die wird als erstes aufgeklebt, damit ihr schon mal euren Abstand habt, wo ihr eure Karte falzen müsst, um dann nachher diese Klappe zu kriegen, die ihr auch wieder verschiedenartig gestalten könnt. Wenn ich jetzt mal ein Tuch hätte, fände ich das richtig gut. So, ich habe hier meine Klebelasche leicht mit Kleber eingeschmiert. Ich biege mir das hier so hin, dass meine Abstände gleich sind und kann jetzt hier durch das Fenster meine Klebelasche auch ein bisschen andrücken, damit die besser hält. So, jetzt habt ihr dieses Stück, das ist jetzt eure Verpackung für die Teelichter. Dieses Stück habt ihr jetzt noch frei. Und da das, je nachdem,
wie weit ihr das einklappen und wie ihr das dekorieren wollt, immer unterschiedlich sein kann. Hier habe ich es jetzt zum Beispiel angeschrägt und habe hier ein bisschen einen größeren Abstand. Ihr könnt es aber auch relativ bündig machen. Also ihr macht es so, wie es euch gefällt. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt die Hälfte haben, ich habe mir das jetzt hier angelegt, mein Lineal, das sind 17 cm und habe mir es bei der Hälfte gefalzt und das sieht dann so aus. Jetzt habe ich natürlich dieses bunte Papier und es ist auch innen drin bunt und ich kann das jetzt nicht mehr mit irgendeinem Gruß versehen. Also werde ich das jetzt auch anschneiden und habe hier einen Tag vorbereitet aus dem gleichen Papier. Das habe ich hinten mit weißem Papier beklebt, das war ja hinten so, damit man da auch noch seinen Gruß drauf schreiben kann. Also werde ich da jetzt auch mir eine Schräge reinmachen. Dafür könnt ihr eine Motivschere benutzen. Oder ihr könnt es gerade abschneiden oder mit eurer Maschine. Ich mache das mit einer Motivschere. Ich gucke, wo ich hier oben gefalzt habe und wie weit ich hier runtergehen will. Also das könnt ihr selbst entscheiden, wie tief ihr gehen wollt. Also wie stark die Ecke weg soll. Und dann mache ich mir hier einen Strich und dann nehme ich hier die Motivschere mit diesen Zacken und schneide mir hier meine Ecke ab. Das könnt ihr mit jeder beliebigen Motivschere machen oder einfach gerade. So. Und da ich da innen ja sowieso nirgends schreiben kann, werde ich das jetzt zukleben. Und zwar so wie eine Tasche. Einmal an der Seite und einmal unten. Und werde einfach das Tag reinstecken und in das Tag kann man dann die Grüße packen. Also das kann man rausnehmen, kann es lesen. Und das habe ich extra auf der Rückseite mit weißem Papier bezogen. So, das möchte ich jetzt noch ein bisschen andrücken. Das habe ich jetzt hier an der Seite und am Boden einfach zugeklebt. So sieht jetzt meine Karte aus. Ich kann jetzt nur 3 Teelichter reinmachen. So, weil das vierte würde mir rausgucken. Leider Gottes, aber ist halt so. Könnt ihr jetzt vielleicht für den Advent oder als Adventskranz to go nicht benutzen. Das ist aber nur dem geschuldet, dass ich hier einen Rest benutzt habe. Jetzt habe ich hier so eine schöne dehnbare Spitze. Die finde ich für sowas besonders gut geeignet, weil man die halt richtig schön ziehen kann. Und die lege ich mir jetzt hier drunter und mache mir hier nicht zu fest eine Schleife. Na, das kann ich ganz nehmen, das ist nur noch ein Rest. Also gehe ich in die Mitte so und mache das locker, damit ich mir mein Papier hier nicht zerquetsche. Mache hier eine Schleife rein und dann fallen mir meine Teelichter nicht mehr raus. Und dann habe ich hier mein Tag. Da wollte ich eigentlich auch noch gern so ein Stück von der Spitze reinmachen. Habe ich jetzt aber natürlich alles benutzt. Also gut, nochmal von vorne. Ich schneide mir hier ein Stückchen ab für mein Tag, damit ich das passend habe. Und hoffe, es geht jetzt trotzdem noch. Die ist zwar dehnbar, aber das Problem ist natürlich, dass mein Papier da an den Seiten so dünn ist. So, jetzt habe ich das hier zu. Die Teelichter bleiben drin. Und ich habe hier noch ein Stückchen für in mein Tag einzufädeln. Und ich kann auf der Rückseite meine Grüße draufschreiben. Und ich kann auch hier vorne zum Beispiel noch was stempeln. Also das kommt jetzt auf den Anlass an, zu dem ihr das verschenken wollt. Vielleicht einfach nur ein kleiner Gruß oder irgendwas. Ich werde jetzt da nichts drauf machen. So, ich stecke jetzt das Tag einfach hier rein und habe eine ganz außergewöhnliche Karte und muss nichts mehr messen und schneiden und verzieren.
Und hier vorne kann ich dann, wenn ich es zum Geburtstag verschenken möchte oder einfach nur so ein kleiner Gruß, irgendwas oder so wie hier habe ich drauf gestempelt eine klitzekleine Kleinigkeit, könnte ich jetzt hier, die Linien sind schon drauf auf dem Papier, könnte ich jetzt hier drauf stempeln und dann könnte ich das so verschenken. Das werde ich auch noch tun, ich weiß nur noch nicht zu welchem Anlass. Und das sind diese beiden Varianten, einmal mit 4 und einmal mit 3 Teelichtern, wo ihr die Teelichter direkt mit der Karte verschenken könnt. Und jetzt kommt noch eine zweite Variante. Und zwar braucht ihr für die zweite Variante ihr braucht ein DIN A4 Bogen und den schneidet ihr euch, also in 29,6, für alle, die vielleicht das 12x12 Papier nehmen wollen, 29,6 und die schneidet ihr euch zweimal auf 10,5, wie bei einer Karte. Dann werden die beide mittig gefalzt, auch wie bei einer Karte, beide. Und die eine wird nochmal zusätzlich jeweils von links und rechts, also ihr messt von links zur Mitte und von rechts zur Mitte jeweils 7,5. Also die kriegt 3 Falzen und die kriegt eine. Dann habe ich mir diese Fenster hier mit einer Stanze gemacht. Die Stanze könnt ihr wählen. Und je nachdem, wie groß die Stanze ist und welches Muster die hat und wie viel Rand euch außenrum noch bleibt, das könnte ja jetzt ein ganz kleines Fenster sein, dann bräuchtet ihr auch kleinere Vellumstücke. Also je nachdem, wie groß eure Stanzen sind hier für die Fenster, braucht ihr 2 Stücke Vellum oder Transparentpapier, das ihr hinten dran kleben könnt. Das kann, wie gesagt, größer oder kleiner sein, je nachdem, wie groß oder klein eure Fenster sind. Dann falzt ihr das alles ordentlich und zwar so, dass euch die Karte hier entgegenkommt und es dann von oben so aussieht. Also die Spitze muss euch angucken und ihr müsst hier ein bisschen aufpassen, wenn eure Rahmen so groß sind wie meine, dann müsst ihr da ein bisschen vorsichtig sein mit dem Falzen, weil euch das vielleicht sonst brechen oder reißen könnte. Also es muss so aussehen, dass die Spitze euch anguckt. Das wird dann später, wenn wir es dekoriert haben, einfach so hier drauf geklebt und so wird es dann aufgestellt. Also kein großes Hexenwerk, hat aber einen sehr, 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 sehr schönen Effekt. So, die legen wir erstmal beiseite und dekorieren erstmal die. Ich habe mir jetzt zum Thema Halloween aus einer Sizzix-Stanze dieses Haus ausgeschnitten oder ausgestanzt, dann die 3 Kürbisse und die Fledermaus. Und das jetzt zum Halloween-Thema. Dann hatte ich hier von Blanche noch diesen schönen Spruch und einmal das Happy Halloween. Mal gucken, ob wir das alles brauchen. Ich mache jetzt den Spruch erstmal schön. Also schneid mir den Rand außenrum ab, den weißen. So, dann wird er ein bisschen eingefärbt, damit die weißen Schnittkanten wegkommen. Ihr könnt auch hier auf die Seite, wo ich jetzt den Spruch klebe gleich, könnt ihr auch was stempeln. Vielleicht habt ihr Stempel, wo schöne Sprüche drauf sind. Oder, was auch geht, ihr kennt ja diese Vellum mit den Sprüchen drauf. Ich hol's mal gerade. Also die haben ja bestimmt ganz viele von euch, diese Vellum mit den Sprüchen. Die gab es mal beim Action. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch haben, aber auch davon könnt ihr etwas nehmen und könnt es dann als Fenster benutzen. Dann habt ihr den Spruch gleich auf dem Fenster. Könnt unten noch ein bisschen dekorieren, wenn ihr Platz habt. Und könnt euch den Spruch innen drin dann sparen. Aber ihr könnt auch die dann dafür benutzen. So, ich habe jetzt weiße. Und ich mache es jetzt so, dass ich erst das Vellum aufklebe. Das habe ich mir zurechtgeschnitten, dass das hier hinten drauf passt. Und es ist ja innen drin
Also ist es kein so ein großes Malheur, wenn ich da jetzt den Flüssigkleber nehme, weil man das innen ja nicht sehen wird. Ich versuche aber trotzdem nicht zu viel zu benutzen, damit es da nicht so rausquatscht. So, jetzt klebe ich mir die Fenster quasi hier rein. Also ihr müsst aufpassen, dass es dann vorne nicht sichtbar ist, der Kleber, dass der euch nicht vorne aus den Fenstern rausquillt, da wo ihr gestanzt habt. Das ist das einzig Blöde, wenn das passiert. So, das soll jetzt ein bisschen antrocknen. Ich lasse das jetzt auch erstmal noch ein bisschen machen, kurzes Päuschen. Oder mache ich gleich weiter. So, jetzt haben wir schon mal unsere Fenster und dekorieren tun wir die von vorne. Und zwar möchte ich hier das Haus hinmachen. Da mache ich auch ganz bisschen Kleber nur drauf und hoffe, dass es hält. So. Dann kann ich vielleicht hier unter dem hier so ein bisschen Kleber hinmachen, ganz wenig. Die Rückseite wird man hier nachher nicht mehr sehen. Die ist ja innen, aber es soll halt nichts rauslaufen nach Möglichkeit. So, den Rauch und das Haus hier, den Turm. Die Spitze von dem Haus habe ich hier nur so ein bisschen geheftet mit Kleber. Dann mache ich hier auf die andere Seite mache ich die Kürbisse. Und dann lasse ich das erst ein bisschen trocknen, bevor ich weitermache. So. Einen mache ich ans Haus noch. So. Und noch die Fledermaus. Das könnt ihr natürlich mit allem machen. Ich habe ganz viele von diesen Teelichtkarten zum Aufstellen gesehen, zum Weihnachtsthema. Logisch. Weihnachten passt am ehesten. Aber vielleicht habt ihr auch ein Geburtstagskind, das ihr beschenken wollt. Und da könnte man zum Beispiel auch mit Ballons arbeiten oder wie gesagt mit irgendwelchen Schriftzügen. Ich lasse es jetzt mal ein bisschen trocknen. Na, wir könnten vielleicht erst noch den Schriftzug, dann trocknet der gleich mit. Wie gesagt, das könnt ihr auch stempeln oder ihr könnt draufschreiben oder irgendwelche Grüße oder irgendwas in die Karte rein. Logisch. Das müsst ihr nicht, da müsst ihr so keinen fertigen Spruch haben. So. Und außen müssen wir sie ja auch noch dekorieren. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal ein bisschen trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich hatte hier meine Glasplatte drauf liegen. Das mache ich immer, wenn ich was beschweren will. Jetzt ist es ein bisschen getrocknet. Auf die Seite mache ich jetzt nichts. Da kann man Grüße draufschreiben, wenn man will. Und jetzt wird das hier draufgeklebt. Das mache ich auch mit meinem Flüssigkleber, damit ich das richtig schön anlegen kann. Und zwar erstmal auf der einen Seite und zwar komplett bündig. So. Und auf der anderen Seite auch. Bündig.
Die sollen ja genau gleich sein. Das lasse ich jetzt ein bisschen trocknen noch, bevor ich es ganz zusammenfalte. Und hoffe, es klappt. Also das muss euch angucken beim Zusammenfalten. So. Sonst klappt der Pop-up-Effekt nicht beim Öffnen. Und wenn ihr es öffnet, dann ist es so. So ist es richtig. Also die Falz hier muss immer nach vorne gucken, auch beim Zusammenfalten. Und ich habe hier noch so eine schöne Katze. Also den Happy Halloween-Spruch, den wir hatten, den können wir uns sparen. Wir nehmen stattdessen die Katze und machen die vorne drauf, damit derjenige, der die Karte kriegt, auch weiß, um was es geht. Ich versuche das mal mittig. So, jetzt lege ich wieder meine Glasscheibe drauf, denn ich habe hier noch so einen tollen Bogen gefunden von einem ganz alten Cutabella Halloween-Papier. Und auch da sind die Sachen sowie die Stanzteile, die ich benutzt habe, ein bisschen fröhlich und lustig und nicht wirklich gruselig. Und deshalb habe ich auch Abstand genommen, da mit La Blanche Sachen zu dekorieren, weil die eben schön gruselig sind und ein bisschen grungy und nicht so happy, glücklich, fröhlich, kindlich wie die hier. Und von denen werde ich vielleicht, ich weiß nur noch nicht welche, etwas benutzen noch, um diese Katze zu dekorieren. Ich nehme mal an, ich werde wieder Kürbisse nehmen, weil die Kürbisse mag ich immer am allerliebsten. Und vielleicht noch eine kleine Fledermaus. Damit wir auch hier außen die Karte, also um was es geht, das wissen wir ja, das sehen wir schon, hier außen die Karte ein bisschen dekorieren können. Das sind tolle Sticker, die sind nämlich etwas dicker, also keine so dünnen, lappigen Dinger. Die sind schön dick. Also Kürbisse gehen immer, finde ich. Die sind richtig cool. Die werde ich jetzt hier so verschiedene noch um die Katze drumherum drapieren. So. Und dann vielleicht noch ein paar Fledermäuschen, die hier so rumfliegen. Da haben wir auch verschiedene Größen drauf und wir haben auch kleine Geister, die können wir auch nehmen, die hier so rumfliegen, um die Karte noch so ein bisschen zu dekorieren. So, mache ich da noch ein ganz kleiner Kürbis, so, der kommt auch hier vorne hin und haben wir noch eine Fledermaus. Ja, wir haben noch eine Fledermaus. So. Und so würde ich sie jetzt lassen. Und wenn ich sie aufklappe, kann ich sie so aufstellen und kann ein Teelicht dahinter packen. Und das mache ich jetzt noch. Und weil ich hier die hellen Lampen anhab, mache ich euch ein Foto, damit ihr seht, wie das mit einem Teelicht wirkt. Für diese Papiersachen solltet ihr immer die elektrischen Teelichter wählen. Natürlich, wenn ihr dabei seid, könnt ihr auch ein richtiges Wachsteelicht nehmen. Aber ich würde zu den elektrischen raten, damit euch nichts anbrennt, weil ihr ja hier nur Papier habt. Das wollte ich euch heute zeigen, meine Teelichtkarten. Einmal zum Teelichter verschenken und einmal zum Aufstellen für ein Teelicht. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Guckt auch bei den anderen unter dem Hashtag Teelichtkarte, so geschrieben, wie ich es im Titel getan habe, solltet ihr auch die Beiträge von den anderen finden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch was.
viel Spaß beim Nachbasteln, beim Kreativsein. Wenn ihr mir einen Kommi da lasst, freue ich mich und ein Däumchen und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal, bleibt mir gewogen und macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.